Hallo, das wird hoffentlich ein kleines, schnelles Video. Ich wurde gefragt, ob ich dazu ein kleines Tutorial machen kann. Normalerweise mache ich kein Tutorial, wo Sachen gebraucht werden, die nicht jeder hat. Also die man sich dann auch erst teuer kaufen müsste und so weiter. Und zwar habe ich hier so eine Eclipse-Karte gemacht. Eclipse, wie man auch immer das ausspricht. Und zwar, wie sieht man das jetzt am besten? Seht ihr das so? Die Buchstaben sind so ein bisschen erhaben. Und zwar werden die mit 3D-Klebepads dann höher gemacht. Und das Ganze kann man machen, wenn man entweder die sehr, sehr teuren Buchstabenstanzen von Stampin' Up hat. Die habe ich nicht. Ich habe zwar hier die Zahlen, aber die habe ich von einer lieben Bastelfreundin geborgt bekommen, weil ich gerade einen Adventskalender mache. Und mir sind die Stanzen einfach zu teuer mit über 100 Euro. Also man kann es wirklich auch übertreiben. Und da habe ich gedacht, das Ganze muss doch auch gehen mit dem Plotter. Habe mir dann hier diese Buchstaben einfach ausgeplottet und habe es dann direkt auf der Matte gestempelt. Und das machen wir jetzt mal. So, da die Stempel, die Zahlen nicht meine sind, ich habe ein bisschen Angst, dass ich die einfärbe, habe ich mir jetzt mal mein Scrubberpad geholt und werde die dann gleich danach sauber machen. Wie gesagt, normalerweise, wenn man diese Stanzen hat, oder man kann das ja mit allen möglichen machen, man kann das ja auch mit Formen machen, also man muss nicht unbedingt das mit den Buchstaben machen. Ne? Man kann ja hier zum Beispiel. Man hätte auch dieses Gänseblümchen die Stanze nehmen können und das ausstanzen können und das dann erhaben machen. Das Ganze dreht sich eigentlich darum, dass man vorher, bevor man die Buchstaben rauslöst, das Ganze stempelt. So, da meine Platte von der Cameo jetzt ein bisschen zu groß ist, muss ich sie querlegen. Vielleicht gehe ich gleich mal rum und stempel. So, ich mache erstmal die Zahlen in Rot. So, die ganze Karte können wir dann runterlösen. Also, wie auch immer ihr das macht. Jetzt kommt der Augenblick, wo die Form von der Karte getrennt wird. Mit dem Plotter macht, kennt ihr euch ja aus. Vorsichtig ablösen. Und die Innenteile brauchen wir auch. Also, den legen wir uns gleich dazu. Ich hatte bei der anderen Karte weitaus mehr Innenteile. Da hatte ich beim D, hier beim A und beim E. Die müssen nämlich mit auf die Mattung geklebt werden. Ist ein bisschen anderes Video. Ich habe euch vorher auch gar nicht gesagt, was ihr alles braucht. Also wir müssen da auch noch so eine Mattung haben. Ich hole euch mal weiter ran. Und das müsst ihr ganz, also wie ihr die Größe praktisch haben wollt. Das Ganze wird dann so auf die Mattung geklebt. Ich mache es wie immer mit Tombow, weil man da wirklich noch verschieben kann. Gerade wenn man an allen 4 Graden ein paar Millimeter frei hat, macht sich das besonders gut. Dann bringen wir das so mittig, wie es geht, auf. Wie gesagt, das wird jetzt echt eine Schnellschusskarte. An der habe ich um einiges länger gesessen. Das sind übrigens nicht die Bling-Bling-Steine von Stampin' Up, sondern die von Action. Die passen perfekt in diese Blume. In dieses Gänseblümchen. So, hier sind wir jetzt bei den Buchstaben. Und zwar
Wenn wir in dem Teil haben, je nachdem, was ihr für ein Wort habt, dann legt euch das rein. Nehmt dann das Innenteil, was mit auf die Mattung kommt. Bekleben. Dann legen wir uns das direkt da, wo es hinkommt, rein. Und lösen uns den Buchstaben wieder raus. Und das war schon das ganze Hexenwerk davon. So, jetzt geht es hier um die 3D-Klebepunkte. Ich nehme da die von Action und nehme da auch die größten. Jetzt muss ich mal sehen, dass die auch nicht hervorgucken. Ansonsten muss ich mir die zerschneiden. So, dann einfach den Klebeschutz abmachen. Und die Buchstaben da, wo er hingehört, reinsetzen. So rum. So. Dabei darauf achten, dass es einfach genau da hinkommt, wo es vorher auch drin war. Ich habe schon bei einigen gesehen, die stanzen sich dann die Buchstaben ganz oft aus und erhöhen die dann so. Das finde ich ein bisschen umständlich und anstrengend. Wenn man schon so schöne 3D-Klebepads hat. Da ich die immer mitnehme, wenn ich beim Action bin, habe ich da Massen davon. So. So. Und das war das ganze Hexenwerk schon. Die ist jetzt nicht ganz so dekoriert, ich wollte hier eigentlich die Ecken auch noch ein bisschen einschneiden, habe ich vergessen. Also so in etwa würde das sein, wobei ich diese Karte echt schöner finde. Ja, aber ich finde auch, das hat was. Also ich finde diese Technik total toll, ich werde da mit Sicherheit noch sehr, sehr viel machen. Sehr, sehr viel mehr macht und hoffe, ich habe das so gut erklärt, dass es auch verständlich war. Hier seht ihr die ganzen 3D-Klebepads, aber normal, wenn die Karte so liegt, sieht man es eigentlich nicht, aber man sieht diesen Effekt, diesen, ja, wir haben. So, das war's. Jetzt werde ich das Video schnell schneiden und online stellen und bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal wird es übrigens eine Wasserfallkarte geben. Tschüss!